Hallo und herzlich willkommen bei Retro und Games. Heute habe ich mal ein Hardware-Thema mit dabei und zwar diesen Joystick hier. Er lässt sich um 360 Grad drehen, was mir doch verdächtig vorkommt. Zumal es kleppert auch noch in seinem Inneren, sodass da sicher irgendwas zu Bruch gegangen ist. Entsprechend schauen wir uns die Sache mal genauer an und schrauben das Gerät auf. Los geht's! Wie gesagt, dieser Joystick lässt sich um 360 Grad drehen und entsprechend werde ich das Gerät jetzt dann aufschrauben. Es hat hier unten am Boden vier Schrauben, die zu lösen sind. Übrigens ist Vico ein amerikanischer Hersteller, der für die Arcade-Automaten Zulieferer war. Er hat viele Sticks hergestellt und entsprechend vermute ich auch mal, dass er sehr robust ist. In den Foren habe ich gelesen, dass sich das auch bewahrheiten soll. So, jetzt habe ich die vier Schrauben gelöst und man kann das Bodenteil abnehmen. Wie ihr seht, purzeln hier gleich ein paar Plastikteile entgegen, war aber auch zu erwarten. Letztlich hat das Kleppern ja darauf hingedeutet. Wie bei allen Joysticks sieht man hier gleich mal eine Platine. Hier sitzen allerdings keine Mikroschalter drauf, wie zum Beispiel beim Competition, sondern es sind so Metallplättchen, die die Bewegung dann aufnehmen und sich entsprechend verbiegen und den Kontakt herstellen. Was mich hier überrascht ist, dass der Feuerknopf auch unten den Kontakt hat. Oft haben Sticks ja die Kontaktplättchen oder den Mikroschalter dann direkt oben an der Feuertaste im Stick sozusagen oder im Griff selbst eingebaut. Das ist hier anders. Hier ist wohl eine Stange verbaut, die den Druck des Feuerknopfs nach unten durchreicht. Und da wird dann erst der Kontakt hergestellt. Von der Seite betrachtet kann man das eigentlich auch ganz gut sehen, wie das funktioniert. So, also der Schalter hier für den Feuerkontakt ist also nur aufgesteckt und kann sehr leicht heruntergenommen werden. Auch diese weiße Scheibe ist nur aufgeklemmt. Man braucht etwas Kraft, um sie herunterzubekommen. Dreht man aber ein wenig, so geht es ganz gut. Dabei sollte man ein bisschen vorsichtig sein, denn eine Feder im Innern sorgt dafür, dass der Feuerknopf immer nach oben gedrückt wird. Ist das weiße Plastikteil weg, kann diese Feder natürlich entweichen und davonfliegen. So, ist das weiße Plastikteil mal weg, kann man die Platine ganz leicht herausnehmen. Die ist auch nur eingelegt und nicht irgendwie fest verschraubt. Das Anschlusskabel ist in eine Aussparung am Gehäusedeckel geklemmt. Auch hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, da die Kabel gerne mal an dieser Stelle brechen. Man bewegt ja den Joystick immer gerne und an diesen Stellen ist die Gefahr sehr groß, dass das Kabel bricht. So, ist die Platine draußen, sieht man eine kleine Box, die ich gleich noch aufschrauben werde, doch zunächst muss man mal feststellen, dass es hier keine Arretierung gibt, die den Hebel des Joysticks irgendwie fixieren würde. Das heißt, entweder ist die Rotation wirklich gewollt oder es muss noch irgendeinen Feststeller in dieser Box geben, der verhindert, dass man den Griff drehen kann. Aber wir werden sehen, vielleicht ist ja diese Drehung auch wirklich gewollt. So, damit man den Joystick-Griff hier nach oben herausnehmen kann, ist der Stab mit einem Sprengring gesichert. Solche sind meist nicht ganz einfach zu demontieren, da der Sprengring dann meistens weghüpft und auch eine gewisse Festigkeit dahinter steckt. Ich nutze jetzt einfach mal zwei Schraubenzieher, um den zu entfernen. Wiederum, wie gesagt, sollte man aufpassen, dass der Sprengring nicht davonfliegt. Die sind meist, weil sie so klein sind, auch nicht so einfach wiederzufinden. Jetzt gibt es noch die Kugel, die am Sprengring aufliegt, damit nichts nach unten rutscht. Und ich denke, sie ist rund, damit sie diese Bewegung des Joysticks nach oben hin zulässt. Nimmt man diese Kugel herunter, so bleibt nur noch diese schwarze Box, die einfach auch herausgenommen werden kann. Also auch nicht festgeschraubt wurde. Außerdem ist auch noch eine Feder, die auch leicht davonfliegen kann, also nochmals aufgepasst. Was man jetzt erkennen kann, ist, dass dieses kleine graue Plastikteil wohl an das Innere des Gehäuses gehört. Durch die vermutlich intensive Nutzung ist das hier wohl abgebrochen, aber es ist eigentlich nicht dramatisch und mit Sicherheit auch nicht die Ursache für die Möglichkeit, den Griff hier um 360 Grad zu drehen. Bleibt also noch die Box, die ich jetzt aufmachen muss. Die ist auch nur festgeklemmt, eigentlich ganz clever, alles nur zu klemmen. So muss nicht viel geschraubt werden und man spart Zeit beim Zusammenbauen. Ist aber nicht ganz einfach aufzukriegen,
schließlich will ich auch nichts verbiegen oder gar im Inneren noch irgendwas kaputt machen. Immerhin hat sie keine Clips, wie das heutzutage so bei den modernen Geräten oft üblich ist. Dann könnten diese nämlich sehr schnell abbrechen und dann ist es mit dem Zusammenbau hinterher umso schwieriger. So, die Box schaut gut aus, da ist kein Fehler, kein Bruch zu erkennen. Entsprechend findet wohl auch hier nicht die Arretierung statt. Das heißt, dass auch hier die 360-Grad-Drehung nicht verhindert wird. Vielleicht ist es also wirklich gewollt. Ich habe hier noch die braunen Plastikteile, die am Anfang herausgefallen sind. Die, wenn man sich anschaut, stellt man schnell fest, dass sie nichts mit der 360-Grad-Rotation zu tun haben. Sie gehören nämlich an diese Kontakte, bei denen sich die Metallplättchen verbiegen. Drei von diesen Teilen sind abgebrochen. Der vierte ist noch intakt, daher kann man es sehr gut erkennen. Ich könnte sie prinzipiell auch wieder dran kleben, allerdings vermute ich, dass sie schnell wieder brechen werden. So, nachdem also die braunen Teile nicht für die 360-Grad-Rotation verantwortlich sind, das graue Teil auch nicht, die Box im Inneren schaut auch nicht so aus, als wäre hier irgendwas kaputt gegangen, generell ist alles in Ordnung, dann scheint es wohl so gewollt zu sein oder ein Feature sogar von den Herstellern, die das allerdings meines Erachtens nicht beworben haben. Denn ich habe mal im Internet recherchiert und gebe mal da Vico Boss in einer Suchmaschine ein, so kommt erstmal nichts wirklich Aussagekräftiges. Das Einzige, was ich entdeckt habe, ist diese eBay-Anzeige hier. Da ist der Joystick mit einer 45-Grad-Drehung abgebildet und in der Beschreibung ist Works zu lesen. Das ist schon mal ein Indiz, aber so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir immer noch nicht. Zumal ich auch die Verpackung gefunden habe und auf dieser ist nichts zu lesen oder zu sehen, das irgendwie auf dieses Feature oder diese Funktion hindeuten würde. Letztlich hilft bei solchen Problemen wie immer das Forum 64. Da habe ich einfach mal eine Anfrage reingestellt und es kam auch prompt eine Antwort. Ein anderer Teilnehmer hatte das Modell und hat gesagt, dass bei ihm das auch möglich war, diesen Joystick zu drehen. Er hat es allerdings wieder verkauft, weil er nicht seiner war oder er ihn nicht so gut fand. Aber jetzt kann ich wirklich davon ausgehen, dass es eine Funktion ist und kein Fehler oder ein Defekt. Klar kann man hierin auch einen Vorteil erkennen. Spielt man zum Beispiel Rüttelspiele und nimmt den Griff gerne so und die Bewegung liegt einem auch mehr in die Links-Rechts-Bewegung, so kann man den Joystick hier einfach um 90 Grad drehen und ebenfalls diese Links-Rechts-Links-Rechts-Bewegung machen, hat aber dann für das passende Spiel eine Bewegung oben-unten. Genauso ist es möglich, das Ganze nur um 45 Grad zu drehen und diagonal den Joystick zu bewegen. So hat man zum Beispiel eine Bewegung rechts oben, links unten oder auch Diagonalen kann man sehr schön anfahren. Das ist bei bestimmten Spielen ja auch hilfreich, die so in diesem 3D-Look gehalten sind und hier diese Diagonalbewegung einfordern. Ja, das ist ein Vorteil oder zwei. Was mir allerdings hier fehlt, sind die Saugnäpfe. Entsprechend wäre es einfacher bei Rüttelspielen, gerade auch diagonale oder schräge Positionen fester zu halten oder den Joystick fester zu halten und diese Bewegung leichter durchzuführen. Das ist so gesehen dann auch ein Nachteil, wenn man nämlich normal spielt und man verdreht den Joystick ein wenig, insbesondere wenn er am Tisch steht, dann kann ich sehr schnell in die falsche Richtung mich bewegen oder steuern und das würde dann doch das Spielerlebnis schmälern. Insbesondere wenn ich nur eine leichte Verdrehung habe und hier die Bewegung nach oben dann nicht so präzise ausgeführt wird, weil ich so leicht nach rechts oben zeige, dann kann ich mir vorstellen, dass es schon auch ein kleines Problem ist oder den Spielspaß etwas mindert. Aber das müsste ich erstmal live ausprobieren. Eigentlich kann ich ihn jetzt wieder zusammenbauen. Die abgebrochenen Plastikteile spielen für die Funktion, glaube ich, nicht so die große Rolle, aber wenn ich ihn schon mal offen habe, dann kann ich auch ein wenig Wartung betreiben. Die grauen Plastikteile, die ins Innere gehören, die klebe ich jetzt einfach mal mit Sekundenkleber fest. Zuerst schaue ich mal, wo sie genau hingehören, dann Kleber drauf und dann ganz vorsichtig mit einer Pinzette einsetzen. Leider verrutscht es sehr schnell, aber mit etwas Gefühl klappt das dann auch. Natürlich muss ich danach noch ordentlich festdrücken und ein wenig halten, aber beim Sekundenkleber geht das ja relativ schnell. Deshalb ist natürlich auch eine gewisse Eile geboten, also man kann nicht zu lang rumprobieren. Aber hier bei mir hat es jetzt ganz gut funktioniert. Und die braunen Plastikteile, die klebe ich jetzt einfach nicht mehr hin.
da glaube ich, habe ich keine Chance, mit irgendeinem Kleber sehr weit zu kommen, denn das sind die Teile, die ständig bewegt werden. Bei jeder Bewegung biegt sich so ein Plastikteil mit. Das bricht dann wahrscheinlich relativ schnell wieder ab, denn so ein Kleber ist ja sehr starr und dann hat man eigentlich gleich wieder eine Bruchstelle geschaffen. Es gibt natürlich auch Spezialkleber, habe ich jetzt nicht, aber ich denke, für die Funktion ist es nicht so entscheidend. Und ich versuche den Joystick ein wenig anders zu modifizieren, damit die Reaktionszeit nach oben geht. Entsprechend biege ich die Metallplättchen näher zusammen. Das hat den Vorteil, dass eben genau diese Plastikteile, die hier vielleicht noch einen Millimeter ausgemacht haben, das schaffe ich jetzt durch Biegen auszugleichen und hoffe, dass sie das sehr schnell reagiert. Ja, wenn ihr auch vorhabt, diese Metallplatten zu verbiegen, falls ihr so einen Joystick habt oder andere, bitte ich um Vorsicht, das sind, ja, die lassen sich verbiegen, allerdings, wenn man dann zu weit biegt oder schief biegt, kann man ganz schnell auch ein Problem heraufbeschwören sozusagen, denn dann passen die Plättchen vielleicht nicht mehr so sauber zusammen oder sie gehen danach wieder auseinander, wenn man den Kontakt herstellt und verschiebt sich alles. Also da ein bisschen Obacht geben, ansonsten ist es eigentlich kein Problem. Da kann man schon ein bisschen seinen Joystick optimieren. Schließlich sind das ja seriengefertigte Produkte, die dann gewisse Toleranzen haben. Und wenn man dann seinen optimiert, ist es eigentlich schon ganz gut. Man kann da wirklich noch ein bisschen Zeit rausholen. Was natürlich auch immer eine gute Idee ist, zumindest meines Erachtens, ist Kontaktspray, der schafft wieder eine gewisse Sauberkeit herzustellen oder korrodierte Elemente ein bisschen zu reinigen. Das ist relativ schnell gemacht und abgesehen von einer generellen Reinigung mit Wattestäbchen einfach auch immer zu empfehlen. Meine Meinung. So, nachdem ich das jetzt erledigt habe, setze ich den Joystick natürlich wieder zusammen. Das ist im Prinzip nichts anderes als zerlegen in der Rückwärtsreihenfolge, aber ja, auch hier sind gewisse Dinge natürlich zu beachten. Nichtsdestotrotz, ich zeige das jetzt hier nicht im großen Stil. Bei Fragen könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr denn damit ein Problem habt. So, ja, letztlich bleibt zu diesem Joystick auch nicht mehr viel zu sagen. Er macht einen sehr robusten Eindruck. Es sind auch keine fragilen Bauteile verwendet worden, sodass ich davon ausgehe, dass er sehr gut hält. Aber wie das mit Joysticks so nun mal ist, die sind Geschmackssache. Zum Beispiel ist auch der hochgelobte Competition nicht unbedingt immer jedermanns Liebling. So, der Joystick ist jetzt wieder komplett und natürlich muss ich ihn jetzt noch testen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Testprogramme, die ich auf die Schnelle gefunden habe, eher Mist sind. Bei dem ersten wird zwar die Richtung sauber angezeigt, jedoch kann er nicht zwei Richtungen gleichzeitig anzeigen. Das heißt, wenn ich ihn diagonal bewege, den Joystick, dann habe ich das Problem, dass eben nur oben oder jetzt in dem Fall hier links angezeigt wird und nicht, wie erwartet, sowohl links als auch oben. Das finde ich schon eine Schwäche, das sollte ein Joystick-Testprogramm beherrschen. Beim zweiten Testprogramm muss ich dann leider feststellen, dass es nur einen Joystick testen kann. Ich muss also den Joystick in den Port 2 stecken, was aus meiner Sicht ein bisschen ein Nachteil ist, weil da muss ich hier umstecken, wenn ich Joysticks vergleichen will. Insbesondere wollte ich jetzt diesen Vico mit meinem Competition mal austesten oder mit meinem Quickshot. Und ein Vergleich ist da irgendwie schwieriger möglich. Man kann nicht gleichzeitig testen, man muss immer umstecken und in der Zwischenzeit hat man ja die Reaktionszeit vielleicht schon wieder ein bisschen vergessen. Zudem ist es sehr bunt und man sieht eigentlich die Bewegung des Joysticks nur im Hintergrund, was ich eigentlich auch schlecht finde. Und gerade diese Laufschrift und so weiter kostet auch noch Ladezeit. Ich will nur kurz mal schnell einen Joystick testen. Ja, schade. Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, was ein richtig gutes Testprogramm ist. Ich werde jetzt einfach trotzdem dieses Programm nehmen, um den Joystick zu testen und zu sehen, wie er reagiert. So, also, ich drücke einmal nach oben, funktioniert. Ich drücke nach unten, funktioniert. Links und rechts auch. Jetzt mache ich noch den Feuerknopf, auch dieser ist in Ordnung. Und wenn ich das Ganze jetzt absetze und im Kreis drehe, dann sieht man auch, dass das sehr gut funktioniert. Also keine Probleme damit. Er ist in Ordnung, war er wahrscheinlich auch schon vorher, aber jetzt ist zumindest das Geklepper weg und einen Teil konnte ich doch wieder festkleben. Das Ganze noch ein bisschen Performance optimiert, vielleicht. Ich habe ja keinen Vergleich zu vorher, aber ich denke, er ist in Ordnung so. Ein schöner Joystick. Aber, wie gesagt, ob ich ihn als Liebling haben werde, eher nicht. Mir fehlen die Saugnäpfe, der Griff ist allerdings ganz gut. Und er hat auch nur einen Button, Feuerknopf.
Mir wären hier vielleicht 2, 3, 4 lieber, aber gut, so ist es halt. Hier steht noch Boss Precision Engineered drauf und ansonsten gibt es zu dem Joystick auch nicht viel zu sagen. Es gibt noch eine zweite Variante, die glaube ich ein bisschen farbig unterschiedlich. Vico hat auch noch andere Joysticks hergestellt, die bestimmt auch ihren Reiz haben. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was euch an diesem Vico gefallen hat, wenn ihr denn so einen habt, oder ob ihr ihn nicht so gut fandet. Welche Joysticks habt ihr geliebt, welche nicht? War es die Competition, war es ein Quickshot? Wie auch immer, ich sag danke fürs Zusehen, schaut mal wieder rein, wenn es heißt Retro und Games. Bis dann, ciao!